Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im LS22 auf der wunderschönen Deutschland-Map. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge habe ich euch mal meine Geräte gezeigt und den Hof, wo wir starten, denn wir sind am sogenannten Mundenhof. So, wenn euch die ganze Map interessiert, schaut gerne oben rechts in der Info, da habe ich euch nochmal die Map-Vorstellung verlinkt. Vielen Dank auch für die ganzen Däumchen, für die ganzen Kommentare. Es war recht gemischt, wo ihr denn beginnt, denn viele hatten geschrieben, ich gehe mal kurz hier nochmal auf die Übersicht, dass sie teilweise bei Hof A anfangen, bei Hof B, aber viele sagten auch hier bei dem Milchviehbetrieb hier oben auf C, beim Lindenhof, würde dementsprechend auch begonnen werden. Ein paar haben auch geschrieben, wir fangen ganz bei Null an und wir haben natürlich auch viele Felder, wo man auch einen eigenen Hof bauen könnte, für die, die das gerne machen möchten. Ich würde sagen, wir gehen ran an eine Schippe, das heißt, wir gucken jetzt erstmal, dass wir heute ein bisschen Gras mähen. Wir haben ja einige Felder, die wir auf jeden Fall noch ready machen müssen. Fuhrpark hatte ich euch in der letzten Folge vorgestellt. Ich habe noch ein paar Fahrzeuge ergänzt. Dazu dann im Verlaufe des Let's Plays noch ein bisschen mehr. Denn mir ist aufgefallen, dass die Lager, die einmal über den Rinderstall sind, ne, den wir hier bei uns haben, und auch das Lager, was sich über den Schafstall befindet, sehr hoch ist. Deswegen habe ich mir noch einen Telelader mit dazu genommen, um das Ganze hochzubekommen. Ansonsten, Modliste folgt die Tage irgendwann. Wir werden jetzt erstmal hier ja, ein bisschen ja, Gras mähen. Ne? Das heißt, wir schwingen uns mal in den T7 hier vom lieben Shifty. Und dann werden wir mal hier soweit alles ready machen. Ich starte das Gerät mal. Ich finde ihn immer ganz cool. Der hat auch ordentlich Power. Und mit dem kann man schon mal ordentlich arbeiten. Ne? So, Vorwärtsgang haben wir drin. Das heißt, wir fahren mal raus hier aus der Halle. Ich finde diesen Mix hier, den Edo gemacht hat zwischen modern und... sagen wir mal, so ein bisschen altbacken, ne? Also sprich die Fachwerkhäuser und so weiter, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Und ja, da werden wir jede Menge Spaß haben. Das heißt, heute geht es hier weiter mit einer weiteren Folge. Und wenn ihr Bock habt, nachher um 19 Uhr sind wir auch wieder auf Twitch live. Da werde ich auch ein bisschen arbeiten. Wir werden da, glaube ich, auf den Lindenhof starten und dann nochmal ein separates LP nur für Twitch machen. Ne? Das heißt, für alle Leute, die auf Twitch sind, sie sehen den Lindenhof. Und für alle anderen, die jetzt hier auf YouTube sind, ja, die sehen halt den Mundenhof. So haben wir auch ein bisschen Abwechslung, können uns die einzelnen Hofe angucken und auch verschiedenste Dinge dann auch hier soweit ready machen. So, wir holen uns mal die jeweiligen Mähgeräte hier. Dann werden wir das mal ankoppeln. Wupp. Und eine Modliste, wie gesagt, kommt dann die Tage, ne? Ich weiß nicht, ob ich es die Woche noch schaffe, weil ich nächste Woche in Erlangen bin bei Giants und das letzte Turnier vor der Weltmeisterschaft von der FSL kommentieren werde. Da einfach ab und zu mal reingucken oder einfach mal ein bisschen Google nutzen, Leute. Denn Google bringt euch auf jeden Fall auch in der Hinsicht weiter. Das hier ist der T7 vom lieben Shifty. Den nutze ich schon in einigen Projekten. Ich finde den immer ganz gut. Ist ein guter Mix aus Power und ja, auch optisch sehr schön. Und der hat Interactive Control, wie ihr gesehen habt. So, ich werde noch mal ein paar Sachen einstellen hier. Das habe ich mir noch gar nicht gemacht. Mit VCA könnt ihr nämlich, wenn ihr den Rückwärtsgang einlegt, zack, habt ihr direkt hinten die Rückfahrkamera aktiv. Und das Kamerasystem habe ich hier auch soweit eingebaut. In manchen Fahrzeugen geht's, nicht bei allen. Wir holen jetzt mal hier den das Heckmähwerk noch. So. Dann steigen wir da nochmal kurz aus und machen das auch dran. Hier ist recht eng, da muss man ein bisschen gucken. Aber mit ein bisschen Geschick, was ich manchmal mehr, manchmal weniger habe, sind wir da auf jeden Fall gut aufgestellt. Ne? So, wir fahren jetzt hier mal raus. Machen mal die Rundumleuchten ein bisschen an und werden mal zu unserer ersten Wiese fahren. Da muss ich mir gerade kurz gucken, wo wir da genau hin müssen. So, lass mal schauen. Und zwar müssen wir zu Wiese 16. Wichtige Info, das habe ich gestern im Stream erfahren. Der ein oder andere hatte bemängelt, warum die Nummern nicht in der Mitte des Feldes sind. Und zwar sind das die Feldeinfahrten. Ne? Immer da, wo sich die Nummer befindet, habt ihr eine Feldeinfahrt. Danke auch nochmal an den Tipp vom lieben Edo. Das wusste ich nämlich gar nicht. Ja, und wir machen uns jetzt auf den Weg und werden heute ja, mal beginnen mit ein bisschen Gras mähen. Und werden dann mal schauen, was wir hier so machen. Man kann natürlich auch mit kleineren Geräten beginnen. Kleine und mittlere, ganz große Geräte. Wobei der T7 jetzt auch schon ein großes Fahrzeug ist. Aber auch nur wegen der Power habe ich den genommen, weil wir hier halt hier viele Steigungen mit dabei haben. Da würde ich jetzt eher nicht empfehlen. Ne? Ich sag mal, so ein 1050 könnte man hier auch noch durchquetschen.
durch manche Passagen aber sehr, sehr schwierig und deswegen kleine bis mittlere, das ist ein mittlerer Traktor hier jetzt hier, der hat glaube ich um die 320 PS. Ich weiß gar nicht, ob ich dann durch das Tor da oben komme, ne? Wir gucken gleich mal. Aber müsste glaube ich hoch genug sein. Wir schauen mal. Eieiei, das wird auf jeden Fall echt ein Abenteuer, ne? Ja, doch, das passt. Also gerade eben, ne? Uiuiuiui. Mit dem Butterfly recht schwierig hier, ne? So. Weiter geht's. Let's go. So, dann gucken wir mal. Wir sind auch fast schon da. Da müssen wir, glaube ich, einmal durch den Kreisverkehr, durch die Serpentinen. Und da können wir unten, glaube ich, bei der historischen Altstadt hier auf jeden Fall auch schon drauf fahren. Ich guck mal kurz. Ich glaube, wir müssen hier einmal rumfahren. Dann einmal hier links. Oh. Ist schon recht eng, aber es macht wirklich Spaß, ne? Auch durch die Serpentinen hier zu fahren und gibt auch noch viele kleine Details. Es gibt auch Sammlerstücke, die wir hier haben auf der Map. Wir starten, wie gesagt, mit 150.000. Hatte jetzt noch einen Futtermischer mit dazu genommen und auch einen Einstreuer für Stroh und wie gesagt den Manitou, damit wir da auch ein bisschen ja, die Sachen oben in den Lagern einlagern können. Guck mal hier, da haben wir nämlich die Wiese. Das heißt, wir können jetzt hier direkt drauf fahren, wo auch die Nummer ist, ne? Guck mal. Das ist halt echt praktisch. So, jetzt gehen wir in den Hang runter und werden das mal mähen. Ich werde hinten gleich mal als zweites ausklappen. Und dann gucken wir mal, wie breit das Ganze ist. Ob wir denn hier irgendwo hinbleiben. Alle Sachen haben Kollisionen, ne? Das ist vielleicht auch nochmal für euch als Info. Also man muss ja auch ein bisschen aufpassen. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut, Mann. So, alle Geräte einschalten und alle Geräte senken. Ah ne, warte mal, wir müssen nochmal alle heben. Denn wir wollen ja hinten, Sekunde, nicht die Breitablage haben, sondern die normale Schwartablage. Ne? So, jetzt haben wir auf Schwart umgestellt, jetzt können wir die Geräte nochmal einschalten. Dann würde ich sagen, sind wir ready to go, ne? Fahren wir hier mal so ein schickes Vorgewende. Let's go. Aber guck mal, wie der Hang hier, ne? Der ist wirklich echt krass. Da muss man wirklich aufpassen. Oh, Staub natürlich. Einiges hier. Ich habe das die Lens drauf. Vielleicht sollte ich das mal ein bisschen runtersetzen. Habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Wir gucken gleich mal. Ui, man sieht ja gar nichts mehr. Ist staubig hier. Sehr schön. Wartet mal, ich muss das gleich mal kurz anpassen. Dusty Lands. Staubskala. Umschalt links und Komma, ne? Wir gehen da mal ein bisschen runter. Ach, wir hatten das auf 2 gestellt. Wir machen mal auf 0,5. Ist eine separate Mod, findet ihr Mod-Hub. Und die Map findet ihr ab dem 25.05. Auf www.edomod.it. Link in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr dann auch mit der wunderschönen Map hier ja, euch beschäftigen. Ne? Gibt es nur für PC only. Der eine oder andere hat es bemängelt. Gut, ne? Klar, kann ich verstehen. Ne? Aber Edo hat gesagt, okay, kommt nicht im Mod-Hub. Kommt auch dementsprechend dann nicht für die Konsolen. Ne? Ist einfach eine Entscheidung von seiner Seite. Braucht ja auch nicht böse sein. Er hat aber in Aussicht gegeben, dass wenn neuer LS irgendwann mal kommt, dass er dann vielleicht ja, das Ganze auch im Mod-Hub macht. Aber wie gesagt, das steht alles in den Sternen. Aktuell haben wir hier eine Kartengröße von knapp, was hat er geschrieben? Ich glaube 1,4 mal 2 Kilometer oder 2 Kilometer mal 1,4. Also es ist eine Standardkarte, keine Vierfache oder so. Und irgendwann will er das vielleicht nochmal im nächsten LS vielleicht nochmal erweitern. Ne? So, guck mal, der Steilhang hier, ne? Das ist wirklich krass. Bergauf wird man sich da auf jeden Fall schwer tun. Das heißt, ich werde, glaube ich, die Bahnen eher quer fahren gleich. Weil das wohl ein bisschen besser ist, ne? Aber es muss halt jeder immer für sich selbst entscheiden, wie er fährt und so weiter. Hier würden sich auch alpine Geräte, ja, eignen. Ne? Das heißt, so Hanggeschichten und so weiter könnte man natürlich auch nutzen. Da kommt gerade der Zug vorbei. Heben wir mal kurz alles aus. Und dann fahren wir hier nochmal so ein kleines Vorgewende. Boah, der Hang ist echt schon steil. Da musst du echt aufpassen, ne? Da musst du echt aufpassen, dass du da irgendwie nicht den Hang runterpurzelst, ne? Deswegen habe ich mich auch für ein größeres Gerät entschieden hier, ne, mit dem T7. Weil viele haben geschrieben, hä, ist ja nicht ein bisschen zu groß? Und wie gesagt, wir brauchen hier schon ordentlich Power. Gerade auch, wenn wir hier Sachen
dementsprechend abfahren wollen oder so, ne? Das ist halt auch sehr schwierig. Teilweise an gewissen Passagen, da brauchst du schon ein Fahrzeug, was ein bisschen mehr Power hat. Ansonsten haben wir ja den MB-Truck mit dazu genommen. Der hat ja auch relativ viel Leistung, noch einen kleinen Fendt. Und ihr fandet den Fuhrpark so von der Aufteilung her auch schon ganz gut. So, müssen wir. Hier braucht ihr echt nur rollen lassen, ne? Kurz auf die Bremse drauf. Da braucht ihr quasi gar kein Gas geben. So, wir heben das Ganze mal kurz aus. Machen mal kurz Rückwärtsgang rein. Dann fahren wir hier mal kurz ein Stück zurück, damit wir auch die maximale Breite hier einmal abgreifen können, ne? So, let's go. Weiter geht's. Und dann fahren wir jetzt die Bahn hier so weit quer, dass wir dann hier auf jeden Fall auch, ja, das Ganze so ein bisschen schaffen, ne? Eieiei. Und der Hang ist auf jeden Fall schon mal echt, echt wild hier. So, ein Stückchen weiter rüber noch. Aber es macht sehr viel Spaß hier. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier auf der Map so ein bisschen arbeite. Klar, wir haben im gestrigen Stream haben wir einige Sachen getestet. Auch ein paar Trigger von dem ersten und zweiten Hof. Und da wir jetzt auf dem Lindenhof quasi so ein kleines Twitch-LP machen, ist es so, dass wir da auch ja, die Sachen dann nach und nach testen. Ne? So. Weiter geht's. Ach, herrlich. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß hier auf der Map. Und hier braucht man quasi fast gar kein VCA, weil die Felder jetzt oder die Wiesen jetzt hier an diesem Hängen jetzt nicht so groß sind. Das kann man ohne weiteres natürlich dann auch abfahren. Ich wollte das eigentlich zu Ballen pressen, aber an diesem Hang, weiß ich nicht. Tue ich mich gerade ein bisschen schwer. Deswegen werden wir das Gras wahrscheinlich hier lose einfahren. Und werden dann im nächsten Step auf einer anderen Wiese, die ein bisschen flacher ist. Wir haben ja noch zwei weitere Wiesen. Einmal eine ganz kleine und eine etwas mittlere. Da werden wir dann die Sachen quasi zu Ballen verarbeiten. Wir brauchen noch ein bisschen Heu. Aber jetzt geht es darum erstmal, dass wir ein bisschen was für die Silage haben. Für unsere Kühe und ein bisschen Gras für unsere Schafe. Denn wir haben ja Schafe bei uns am Hof. Wir haben hier Fleischkühe, ja, also sprich kein Milchviehbetrieb. Ne? Das hatte ich am Anfang auch verwechselt. Und Schweine und Hühner. Ne? Das heißt, dafür brauchen wir auf jeden Fall ordentlich Stuff und dafür brauchen wir ordentliche Grasflächen. Grasflächen gibt es hier noch und nöcher. Auch Forstfans kommen hier definitiv auf ihre Kosten. Ne? Jede Menge schöne Wälder, die man hier beackern kann. Um halt auch zum Beispiel Brennholz herzustellen, wenn man das möchte. Oder halt auch verschiedene andere Sachen. Ne, wenn euch das interessiert, was man hier alles machen kann, gerne das Vorstellungsvideo von mir anschauen. Schaut auch gerne bei Felix vorbei, bei Agrarplay, bei Mario auf jeden Fall, bei Mario Hirschfeld und auch beim lieben Yogi. Die haben nämlich auch Videos da für euch vorbereitet. Jeder hat natürlich so eine andere Art, die Videos vorzustellen. Ich glaube, der Yogi hatte mehrere Folgen gemacht. Mario hatte, glaube ich, auch ein, zwei Stück. Und Felix hatte, glaube ich, wieder ein richtig schönes, ja, aus der realistischen Sicht gemacht, weil er ist ja eher so ein Realismus-Player oder Spieler. Und da hat er viele Sachen, die zum Thema Realismus sind, auch quasi erklärt. Ne? So, wir nutzen natürlich hier auch Precision Farming. Wir spielen ohne Seasons. Ne? Ich finde Seasons zwar cool, aber für ein LP immer so ein bisschen hinderlich. Das ist meine Meinung. Jeder kann natürlich so spielen, wie er gerne möchte. Aber ich finde das auf jeden Fall für mich ausreichend, dass ich ein bisschen casual spiele. Und das ist für mich einfach ja, eine gute Spielweise. Und zwischen ja, guten Erfolg, den man hier hat. Und wir haben das ja nicht auf dem Server. Man könnte, hätte das ja noch auf den Server legen können. Dann hätte man die Wintermonate einfach durchlaufen lassen können. Man kann die auch immer überspringen. Aber ich habe mich jetzt hier quasi dafür entschieden, dass wir ohne Jahreszeiten spielen, aber dafür mit Precision Farming, Real Seeder, mit ja, realistischen GPS, was wir hier auch nutzen können, ist auch überall verbaut, mit Vorgewendemanagement und so weiter und so fort. Fahrgassen, ne, das nehme ich halt immer mit rein. Ich bin da halt kein Profi drin, wie der eine oder andere, aber mir macht das durchaus Spaß und ich bin mal gespannt, wie weit und wie schnell wir denn hier vorankommen. 150k haben wir auf dem Konto, wie ihr seht. Das ist ein guter Start.
Und da werden wir natürlich auch noch reichlich Geld verdienen mit den jeweiligen Tieren, die wir haben. Wir werden Rinder dann züchten und verkaufen. Eine Verarbeitungsmöglichkeit von Tieren gibt es hier nicht, weil das auch eine Frage von euch war. Und eine Frage, die ich auch noch aufgreifen will, ich habe mir die Kommentare hier mal so ein bisschen hingelegt. Mais Plus kann man mitnutzen, Felix riet davon ab, also Agrarplay, das zu nutzen, weil manche Sachen halt wohl nicht, Zitat aus meinem Chat, was wird da geschrieben, weil Luzerne und sowas, glaube ich, nicht richtig funktionieren und so ein Kram. Animal Grazing weiß ich nicht, muss ich mal testen, also diese Mod, ob die funktioniert, das heißt dieses realistische Grasen von Tieren, wenn man quasi die Tiere hier auf den Flächen hat, Precision Farming, wie gesagt, funktioniert. Ansonsten, ja, alle anderen gängigen Mods, ne? Ich habe zum Beispiel noch die Enhanced Animal Mod mit drauf, wo wir auch Kleintiere haben. Das ist ja eine Erweiterung, das heißt Kälber und so weiter. Findet ihr alles im Mod-Hub. Und ansonsten, glaube ich, soweit haben wir alle Fragen, glaube ich, beantwortet. Wann sie kommt? Am 25.05., also am nächsten Samstag. Ab 7 Uhr morgens. Es wird zwei Versionen geben. Ah ja, stimmt, da habe ich auch noch eine Info für euch. Und zwar, die Standardversion, ja, ist halt dementsprechend 900 MB groß, 921 MB. Und wenn ihr dann noch das zusätzlich, was optional ist und kein Muss, noch die HD-Pakete mit dabei haben wollt, also das HD-Texturen-Paket, gibt es separat zum Download, dann sind wir bei knapp 3 GB. Auf jeden Fall. Ne, ist auch das Paket, mit dem ich jetzt hier spiele. Und das, finde ich, sieht dann auch noch mal ein bisschen schicker aus. Ne? Aber das ist, wie gesagt, kein Muss. Ne? Das ist ein Kann. Und deswegen, ja, muss das halt jeder für sich selbst entscheiden, ne, was er da macht. Gut. So, Wiese ist gemäht. Ne? Haben wir diesmal ein bisschen manuell alles abgefahren. Und ansonsten werden wir dann in der nächsten Folge den ganzen Spaß hier so ein bisschen einsammeln und werden dann, ja, die ersten Schafe einziehen lassen. Stroh brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen. Wir werfen mal gleich kurz noch mal einen Blick hier auf unsere Felder, die wir haben. Lass uns mal kurz gucken. Das heißt, die Wiese haben wir jetzt hier quasi gemäht. Wir haben hier unten noch eine kleine Wiese. Die habe ich auch erst überlegt, ob ich die als allererstes nehme. Und dann haben wir hier unten noch die 37. Wir haben hier, glaube ich, Gerste, glaube ich, drauf. Müsste, glaube ich, Gerste sein. Ich gucke mal gerade kurz. Jo, die ist auch erntereif. Dann haben wir hier ein bisschen Weizen mit drauf. Und wir haben, ja, hier Kartoffeln. Also so viele Felder haben wir nicht. Wir könnten auch noch Felder pachten. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Für die Tiere hier in den Ställen braucht man immer Wasser, außer bei den Hühnern. Da brauchen wir nur Weizen. Weizen haben wir hier. Müssen wir uns auch noch drum kümmern. Aber ich würde sagen, nach dem ersten Grünschnitt sind wir soweit erstmal am Ende, ne, der heutigen Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen lassen. Schreibt mir auch gerne eure Meinung nochmal rein, was ihr denn hier machen würdet. So als die nächsten Schritte, ob ihr Ballen macht oder das Ganze auch aufsammelt. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage mal, ja, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.